Hallo und herzlich willkommen, liebe Crysis 3-Freunde. Mein Name ist Sirius und könnt ihr schon erkennen, ich bin wieder am PC unterwegs auf der Map Airport. Nachdem ich gerade im zweiten Multiplayer-Beta-Video quasi diese Karte auf der Xbox 360 gezeigt habe, habe ich gedacht, ich schiebe das direkt hier aktuell nochmal hinterher. Das ist einen ganzen Ticken weit natürlich schärfer mit Details versehen und solche Geschichten. Ich muss aber auch gestehen, das Spiel sagt, wenn ihr die Options verstellt, dass ihr teilweise das Spiel einfach neu starten müsst und das, ich habe gedacht, vielleicht geht das ja auch so. Und das ging dann auch nicht so. Man kann das gleich ein bisschen erkennen. Die Waffen haben teilweise so einen leichten Glow außenrund am Rande. Ich glaube, das kam dadurch, dass ich eine sehr, sehr hohe Kantenglättung aktiviert habe, aber nicht das Spiel neu gestartet habe. Also da könnte jetzt nicht der Beta den Vorwurf machen, sondern maximal mir, dass ich das da verpeilt habe. Ja, beim nächsten Gameplay wird das dann vielleicht wieder anders. Der Hunter-Modus immer noch absolut beliebt. Also wenn man versucht, Crash-Site zu suchen, ist es deutlich in der Unterzahl. Also zumindest zum Start jetzt scheinen die Leute alle hier als Jäger unterwegs sein zu wollen. Und ich muss sagen, ja, ich werde dann häufiger auch gejagt. Ja, also ich hatte als Cell nicht wirklich Glück. Und als Hunter lief es für mich dann einigermaßen wieder ganz gut. Ah, okay, als Cell habe ich wenigstens einen Kill gemacht. First Strike, das ist ja immerhin etwas. Und ich muss jetzt gestehen, dass ich an der Xbox immer noch mit dem Pad spiele. Oh weh, ja. Was das soll, weiß ich auch noch nicht. Manche Leute haben schon gesagt, da musst du dich nicht für entschuldigen. Bei anderen oder für andere ist das eine absolute Katastrophe und quasi nicht erlaubt. Bam! Ja, und so geht's dann auch. Warum so viele Beta-Gameplays heute? Das wäre vielleicht noch so ein Thema. Ich hatte gedacht, ich mache so 2, 3, 4... Eigentlich nicht. Ich habe gedacht, 2 Beta-Gameplays, geht die Türe auf? Nein. 2 Beta-Gameplays gehen schon. Und und im Endeffekt, dann machst du dann hier von der Map, dann läufst du da ganz gut, dann denkst du, ach komm, zeig das nochmal auf der Xbox, dann zeigst du hier, wie du vorbeigeschossen hast und auch vorbei Haus und wo ist der Typ hin? Hä? Oder liegt der schon tot am Boden? Das ist unverschämt, wenn die Kollegen einem die Kills klauen wollen, nur weil ich laufend vorbeischieße. Also wie gesagt, mit dem Bogen am PC, ich weiß nicht, nee, eigentlich läuft es da tendenziell gleich. Aber ich sag jetzt mal einfach, aus der ersten Erfahrung, ich habe jetzt wirklich nur ganz kurz eine Handvoll Spiele gemacht. Ich würde sagen, am PC ist es für einen Pad-Spieler auf jeden Fall schwieriger, als Pad gegen Pad antreten. Ja, also es gibt Logo-Leute auch, die mit dem Pad super fix sind an der Xbox und so und damit auch durchaus am PC so ein bisschen mithalten können. Generell, wenn die Jungs aber sehr schnell unterwegs sind, Mann, du, gerade mit dem Pfeil und Bogen, mit Maus zielst du einfach wesentlich präziser, ne? Also dann hast du nicht dieses Problem, dass du erst noch ein bisschen mit dem Daumen rumeiern musst, bis du einen triffst, so wie ich jetzt gerade hier, sondern zack, wahrscheinlich hätte das Ding dann sofort gesessen. Egal, gucken wir mal, vielleicht können wir noch einen Kill machen. Ist der da? Nö. Uah, da kommt da von hinten die Sau. Jetzt haben sich einige schon mal im letzten Video beschwert quasi, das Video wäre schlecht synchronisiert. Und da habe ich gedacht, hä? Das läuft doch 1A. Und dabei habe ich nicht verstanden, dass die Leute gedacht haben, das wäre ein Live-Commentary. Nee, das ist es nicht. Sondern bei diesen Gameplays hier generell, da setze ich immer darauf, treffe ich den? Nee, ich bin echt schlecht. No luck, no skill by Crysis. Bei diesen Gameplays, komm, ich ermorde den. Komm, wenn es nicht anders geht, dann reiß ihm doch den Kopf runter. Oh. Das wäre jetzt cooler gekommen mit dem Kopf runterreißen, wenn der andere mich nicht erschossen hätte, oder? Also generell ist das Ganze immer nachkommentiert, gerade bei Crysis 2, weil ich finde so Live-Commentaries, das ist nicht so mein Ding und ich mag auch wirklich nicht diese Live-Commentaries, wo die Leute dann nur rumschreien und rumpöbeln und sich fluchen und aufregen und so. Das mag vielleicht für Kinder lustig sein, ich finde das generell scheiße. Oh, scheiße! Da ist er! Ich kann natürlich auch diese Tonspur, die ich gerade spreche, eine halbe Sekunde nach vorne, bam, eine halbe Sekunde nach vorne schieben, wenn euch das besser gefallen würde. Für mich ist es aber so, ich gucke mir das an, kommentiere, was da gerade passiert und kommentiere dann dementsprechend auch die Kills, erst nachdem ich sie gesehen habe. Bam! So. Vielleicht habe ich die Tonspur auch ein bisschen nach vorne geschoben. Das war doch jetzt mal hier. Ach, komm schon! Das ist so der Bogen, du, der bringt mich um. Aber den auch. Und deshalb taugt das ja dann doch am Ende was. Also ich glaube, wenn man sich ein bisschen einspielt, das habe ich unheimlich gemerkt, als wir bei Crytek gespielt haben. Da waren ja so ein paar Beta-Tester mit dabei, wenn wir gegen die Endländer gespielt haben. Oder wenn die Entwickler mit... Das ist so schlimm. Das ist so schlimm, das kann sich keiner angucken. Gott.
Ich schwöre, es kommen auch noch ein paar gute 10. Aber so, ich glaube, das war jetzt die dritte Runde, die ich gespielt habe. Die vierte. Also es ist einfach gewöhnungsbedürftig. Wenn ihr Call of Duty-Spieler seid, dann nicht direkt fluchen und meckern von wegen, alle sind unsichtbar. Man kennt das ja, mi und so. Das machen die Leute ja ganz gerne. Es ist generell schon ein schwierigeres Game. Ja, also es ist halt nicht so um die Ecke gelaufen kommt, da schnauft einmal immer, oder? Hört ihr das? Immer wenn die Runde startet, macht einer so, das bin ich aber nicht ich, sondern irgendjemand in der Lobby. Ich habe vergessen, die Leute zu muten. Hier auch nochmal ein ganz schöner Vergleich zur Xbox 360, ja? Wie viele Details da hinten noch am Himmel zu erkennen sind, mit den Wolken und solche Geschichten, Blitze. Wo wollte ich drauf hinaus? Ach ja, Call of Duty-Spieler. Und zwar, bei Call of Duty ist es eine relativ einfache Geschichte. Du läufst rum, du schießt, du tötest einen. Ende aus Mickey Mouse. Hier ist es aber so, dass du wirklich immer wieder aktiv deine Fähigkeiten und ja, Möglichkeiten eben einsetzen muss. Ja? Und dann gehört es eben auch dazu, wenn ich hier den Proxy-Alarm höre, dass ich mich mit dem Rücken zur Wand stelle, weil sonst killt der Hunter mich ja auf jeden Fall, weil ich den halt nicht... Oh, da war gerade was, oder? Da hat das Fahnenkreuz rot aufgeleuchtet. Oh nein, dreh dich um, ist er? Hä, wo ist er? Und auf jeden Fall, ihr müsst euch dann gewöhnen, ja? Also gerade wenn man Crash-Site spielt, also diese Möglichkeiten, wechselnd sich unsichtbar zu machen und wechselnd in den Armor-Modus zu schalten. Armor-Modus hört sich so ein bisschen an wie den Liebesmodus, oder? Um den Liebesmodus des Nano-Suits zu aktivieren, da müsst ihr euch unheimlich dran gewöhnen. Aber wenn das erstmal so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann werdet ihr merken, dass das auch eine gewisse taktische Stärke hat und... und dadurch auch einfach mehr Spieltiefe bekommt. Ja, das ist das, was man so, ja, bei Call of Duty, ich will nicht sagen vermisst, aber ganz einfach, dass man mal ab und zu mal ein bisschen was anderes spielt. Und das war vielleicht auch der Grund, warum Battlefield 3 mal so erfolgreich war, weil es sich einfach abgehoben hat von dem gängigen Standard-Shooter, den man immer gespielt hat. Wo ist der Typ? Hä? Jetzt sag nicht, der hockt wieder da. Den habe ich vorhin da schon mal erschossen. Das ist mein Lieblingsspieler. Der hat's geschafft. Oh, pass mal auf. Das war der zweite Kill. Vorbei. Dritter Kill. Aufgestiegen. Vierter Kill. Komm, den hole ich noch. Ah, oder? Was meint ihr? Wetten? Wetten abschließen jetzt? Fünfter Kill noch oder nicht? Nein, Zeit abgelaufen. Aber immerhin nicht draufgegangen, oder? 4 Kills mit dem Bogen in Folge, nicht draufgegangen. Kann man nicht meckern. Position 3 für mich sensationell, möchte ich sagen. Ja, im Großen und Ganzen nochmal so ein Fazit. Die Leute fragen ja immer ständig, wie findest du das? Wie spielt sich das? Ist das denn gut? Habt ihr gehört, da war wieder dieser Typ. Der war super. Also ich finde, nochmal, das habe ich jetzt auch, glaube ich, in jedem anderen Video gesagt. Also ich finde erstmal, es spielt sich super. Logo, es sieht am PC wesentlich besser aus als an der Xbox. Nichtsdestotrotz macht es auch an der Xbox Spaß. Was mir aufgefallen ist, dass man an der Xbox einfach die Gegner ein bisschen schlechter erkennt. Ja, also dieser Unsichtbarkeitsmodus. Der Stealth, Stealth-Modus, schreibt sich S-T-E-L-Z, glaube ich, in der deutschen Crysis-Übersetzung, ist auf der Xbox schwieriger zu erkennen, bin ich der Meinung. Das kommt daher auch ein bisschen, dass die Kantenglättung das Ganze, also die fehlende Kantenglättung quasi, verpixelt das Ganze ganz noch. Ja? Also wir haben ja weniger Texturen und so, alles sieht ein bisschen grober aus, ein bisschen pixeliger aus und so. Und dadurch kannst du einfach die Leute noch schlechter erkennen. Am PC ist es generell einfach, hups. Ist das generell einfach, ich sag jetzt mal, stylisch, glatt, sauber, cool beleuchtet und so. Und du siehst jeden, der irgendwo rumläuft. Und so, das fällt einem auf der Xbox schon schwerer. Und da sollte man eigentlich nicht sagen, die Konsolenspieler, die bösen Konsolenspieler, sondern die Konsolenspieler sind wahrscheinlich diejenigen, die mehr Skill haben, weil die ganz einfach mit einem schlechteren Eingabegerät umgehen müssen, dem Pad. Und auch diejenigen, die sich mit diesen groben, pass mal auf jetzt, ich glaube, jetzt kommt der Hammer, oder? Achtung, Killcam angucken. Ah, nee, doch nicht. Doch! Darauf habe ich gewartet. Der Typ im Gebüsch. Also, Maximum Camper-Modus aktiviert. Also bitte, liebe PC-Freunde, schimpft nicht zu sehr über die Consoleros. Die müssen nämlich ganz schön was leisten, um da Kills zu machen. Ich habe hier ein 14-7 hingelegt. Für mich, wie ich finde, eine ganz gute Statistik am PC mit dem Pad. Und ich freue mich einfach drauf, wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Ich sag an der Stelle bei euch recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Kommentare sind jederzeit erwünscht und ich freue mich drauf, was ihr so zu sagen habt. Und wenn ihr was Nettes zu sagen habt, oh, Wallhack, dann antworte ich auch drauf. Bis zum nächsten Mal und haut rein.